Hui! Willkommen, meine Damen und Herren, zurück bei The Division, mit dabei Zockerbude. Moin, moin! Ja, bei mir die erste Folge The Division. Und ja, super geiles Spiel, hat man zumindest gesagt. Und guck mal, Fake-Account 1337, Frühsport und Salutieren. Guck mal hier. Applaudieren wir ihn mal. Wir haben uns mal hier die Emotes nämlich auf die Tasten gelegt. Auf dem Nummernblock. Da war nämlich hier noch Platz und deswegen können wir jetzt ein bisschen rumeiern. Klatschen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, draußen ist dunkel geworden. What? Als ich hier das letzte Mal war, war es noch hell draußen. Jetzt wird es langsam dunkel und ich fliege auf den Desktop. Dankeschön. Mal wieder Windows-Farbschema. Diese Unterbrechung gesponsert. Wie immer. So. Ehrlich. So, da sind wir jetzt. Die Frames gehen auch mal ganz entspannt in den Keller. So, also wie gesagt, erste Episode, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Die Story kennt man. Hallo Maus, geh weg. Bisschen, ja, aus den ganzen Videos, die man so kennt und aus den ganzen, Berichten, die man so gelesen hat. Hier gibt es auf jeden Fall ein Camp, gehen wir mal nochmal hin, ne? Hier ist ein Händler. Reden! Was Sie brauchen, ich hab's. Was wollen Sie sehen? Hab ich Geld? So, es gibt grüne Waffen, blaue Waffen, epische Waffen. Und ich als ehemaliger WoW-Spieler, ich will natürlich die fetten Epics haben. Ich glaube, das ist ein Bug hier. Was hast du da gefunden? Ich bin hier beim Ausstattungshändler und ich kann hier ein paar Sachen sehen und einen anderen Balken drüber schieben und dann verdeckt sich das gegenseitig. Ja, läuft. Ich weiß nicht, ob das so soll. Schon mal stufenabhängig hier. Also ich bin Stufe 4. Warum? Ich habe keine Ahnung. Oder ich bin auch Stufe 4, stimmt. Pardon. Ich dachte, hä, warum starte ich mit 4? Was hast du für Waffe hast du schon gekauft? Ich habe eine Waffe auf dem Rücken. Eine M4 oder M16 oder was das ist. Ich weiß gar nicht, wo ist mein dusseliges Inventar? Tatsächlich? Ja, das geht. Aber ich kann die nicht benutzen, ne? SPS? Achso, schon ein paar Sekunden. Ich glaube, die kann man hier drin nicht benutzen. Ne. Sollen wir denn hier? Guck mal auf die Karte. Taschen? Achso, da. Lass mal rüber zu Orange. Vollkommen irritiert hier von der ganzen Equipment-Sache. Ja, also werden wir doch bestimmt Schritt für Schritt herangeführt. Ja, hoffentlich, ne? Sodass wir hier auch wirklich keine Probleme haben, hier vorbeizukommen. Und ja, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht so viel von dem Spiel. Ja, spoilern, wieso? Weil Xbox die Stricher schon gestern zocken konnten. Hm. Und PS4 und PC heute 13 Uhr. Drücken Sie L und begeben Sie sich zum Fensterfähigkeiten. Und siehst du, da wären wir schon angeleitet. Habe ich vorhin schon gemacht. Das habe ich gemacht, als ich aus dem Heli gefallen bin. Ach so. Okay, was hast du denn genommen? Weiß ich gar nicht mehr. Die Granate, glaube ich. Technologie, ja. Technology. Also ich muss schon mal sagen, hier kannst du auf jeden Fall ruckeln. Ich habe hier gerade so knapp über 30 FPS. Ja. Na gut, du nimmst mit 30 auf, ne? Ja, ich nehme mit 30 auf, aber selbst die brechen manchmal ein bisschen ein, habe ich gerade gesehen. Okay. Also dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen, aber ich möchte jetzt auch umgehen und eine Grafik runterdrehen. Deshalb ein bisschen ruckelig, aber ist auch noch eine Beta und so. Also Granaten sind ja aber auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Benutzen wir das mal als E, geht da nicht anders. Was gibt's denn noch? Talente geht noch nicht. Achso, da kann man überhaupt gar nicht in der Beta. Das ist ja gleich mal ein fettes Minus. Hilfe, Hilfe. Ich hab meine Tasche verloren. Was ist gerade ein bisschen kalt, ne? Ah, nee, warte, meine Brille, Hilfe, meine Brille. Hilfe. Ich find das so geil, ey. Oh, guck mal hier. Anstellen, gibt's zwei Bier? Nee, ich möchte gerne zwei Cheeseburger, eine kleine Cola und eine kleine Chicken McNuggets zum Mitnehmen, bitte. Und eine Cola Light, weil ich bin auf Diät. Ach so. Ich glaube, die sind alle krank. Guck mal, wie die husten. So. Da gehe ich lieber nicht hin. Du, Ebola? Ebola? Okay, lass mal weiter. Ruckel, ruckel. Also ich muss sagen, die Gegend, die sieht schon... Das sieht schon ganz nett aus, ja. Ne? Wir können auch laufen, ne? Ich glaube, der Schnee frisst ja auch ein ganzes Stück Performance. Knarre kannst du es übrigens auch ziehen. Ah, wir haben... Sturmgewehr, Maschinenpistole und, Pistole halt. Die ziehen wir mal auf den, zack, zack, ne? Hier gibt's doch die Secondary Weapon. Das ist auch so eine Maschinengewehr-Ding, aber ich benutze es mal gar nichts. Und die Handfeuerwaffe.
Oh, 60 FPS und wieder 30. Oh, schön. Also bei mir, der hängt sich so bei 63, alle 63 FPS, also Bild, ne, und 60 FPS, Datei, das geht noch, da bin ich noch zufrieden. Ah, sprinten kann man auch noch, okay. Also muss man, kann man sogar gedrückt halten. Hm. Was noch cool wäre, wenn man Sachen so durch Gebrauch lernen würde, da gibt es ja ein paar Spiele, ich weiß jetzt keinen Namen mehr, aber ich glaube bei Skyrim war das, wo du halt Sachen benutzen musstest, um darin besser zu werden. Das fand ich immer cool. Geht der Gong! Ich seh da einen! Oh nee, das ist da nur ein Zivilist, komm. Ist egal, erschießen. Der hat mich provoziert. Oh, was kann man hier? Zivilist wird gescannt. So. Oh, oh. Der atmet mir zu schnell. Den. Der ist nervös. Der läuft schon. STLG, während ihr in der Deckung, um zu überspringen. Was hast du gesagt, Alte? Musst du mich hier gerade an, Alte? Geh weg. Ich hab Gewehr. Der Kampf. Was der Kampf macht? Das weiß ich noch nicht. Das ist da oben? Oder oben ist ein Fenster auf. Da auch. Ja. Ja, rüberklettern. Es gibt bestimmt irgendwo einen Punkt, weißt du, wo sich wieder alle wie die Bekloppten sammeln, weil hier absolut gar nichts los ist. Im ja, Camp. Da habe ich dann ausnahmsweise wenig Frames statt wie jetzt wenig Frames. Alter, da ruckelt aber auch teilweise heftig. Immer so schubweise. Ja, weil wir entweder in eine neue Gegend reinkommen oder einfach mal richtig viel krasser Stuff hier ist, weil die Weihnachtsmarkt! Ey! Happy Holidays! Oder liegt einer? Ist das ein Penner? Mach ihn kaputt! Monsieur, ist Ihnen kalt? Sie können sich, um einer weiteren Gefahr zu entfernen. Ja, guck mal, das sieht man auch eindeutig, der sucht seine Kontaktlinsen. Ach, es tut mir leid, ich hab's nicht gesehen. Hier, ich wärme ihn mal mit meinen Genitalien. Oh Mann. Doch, guck mal, was ich kann, habe ich im Sport gelernt. Guck mal. Hui! Hui! Zweimal Leertaste drücken. Ah, alles klar, zweimal. Okay. Oh, hier der Coca-Cola-Truck. Auch wenn er hier Be Merry heißt. Be Merry, drink 7-Up oder keine Ahnung. Oh, hier sitzt noch jemand. Du sag mal. Kann man dir looten? Das wär's doch mal, wenn du hier wirklich alles auseinanderpflücken könntest. Ja, ne? No du, so eine Weste, ist eine Weste, die gefällt mir. Die muss ich alle haben, du. Ja. Weihnachtsbaum, du, hör mal. Gut zu Weihnachten, 2,50. Irgendwas ist hier gerade im Bild erschienen. Was hier? Ist das Jesus gewesen? Oh, hier, ich kann hier irgendwas aufmachen. Nein, das ist eine Deckung. Ah. Vielleicht hätte man hier auch die ganzen Autos durchsuchen können. Oh Gott. Die hängen gerade die Motorhaube zu. Achso, weil du dich dran gelehnt hast. Oh, jetzt steige ich auch drauf. STRG. Jetzt bin ich aufgestanden. Boah, ich habe sogar die Kofferraumklappe zugemacht. Cool. Ich glaube, alles, was aufgeht oder so, kannst du auch zumachen, aber. Aufmachen geht nicht. Aber raufklettern geht. Ja. Heute ist die Hauptsache. Ja, also. Oh, hier wird eine Frau sexuell belästigt von dem Typen mit Hut. Was? Ich will keinen Schlag. Kaum ist Andy da, gehen sie wieder von voneinander weg. Also Andy hat schon mal die Autorität hier. Oh, oh! Das wollte ich nicht. Wir haben euch doch kommen gehört, alles so. Nee, die haben... Also ich habe zwar zuerst geschossen, aber die haben zuerst auf mich geschossen. Drücken Sie Y, meinen Freund. Ja, komm. Ich drück mal Y, was gucken, was passiert. Okay. Ich glaube, ich muss hier gleich mal ein bisschen die Grafik runterdrehen. Das geht so nicht. Ist das ein Ausfall überschreiben? Hm. Habt ihr irgendwas dabei, Freunde? Die haben doch auf uns geschossen, oder bilde ich mir das ein? Nee, also ich habe aus Versehen die linke Maustaste gedrückt und dann in die Menge geschossen, beziehungsweise so in die Richtung. Und zwei haben sich irgendwie angegriffen gefühlt und haben auf mich geschossen. Und ich habe gesagt, nee, Freundchen, die Nummer überlebst du nicht. Boah, eine fette Ratte, Alter. Und down. Empfange JTF-Funksprüche. Okay, hier geht's irgendwie ab. Durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. Doch, an die Front. Bitte komm. Boah, Alter, das ist grad echt am Ruggeln. Tut mir leid. Ich will jetzt auch nicht mitten im Kampf umstellen. Ups. Okay, rangezoomt, Mausrad drücken ist ein bisschen blöd. Dann wechseln wir die Waffe. Das finde ich immer scheiße. Lauf mir doch nicht vor die Flinte, bist du eigentlich völlig bescheuert oder was? Das
Ah, schon wieder. Wo bist du denn? Ach, da. Lass doch rüber laufen, komm! Wir regeln das hier schon. Wenn hier einer regelt, dann ist das deine Mutter. Schwierig. Oh. Mann. Das Schwierigkeit gerade konnte man übrigens nicht einstellen. Voll die Umstellung, schon lange kein Shooter mehr gespielt. Boah, ich finde die Maus ist viel zu schnell. Für den Looten. Kann man die auch looten? Ich hab keine Ahnung. Nee, kann man nicht. Aber, oh! LOL! Ich hab aus Versehen E gedrückt. Vor Panik. Soll ich den Knaller zünden? Ich zünd den Knaller. What? Was war denn das? Ja, das war eine Haftgranate, die ich aus Versehen vor Panik gedrückt habe. Okay. Weil, ich glaube bei Battlefield. Nee, da war auf Q, Nahkampf, aber das gibt's hier gar nicht, ne? Keine Ahnung. Also ich sehe nur drei Waffen. Oder wenn man irgendwie ganz nah dran ist und dann linke Maustaste drückt, dass man automatisch irgendwie so einen Schwung macht, weißt du? Mhm. Mit dem Schaft heißt es, glaube ich. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51. Als ich glaube, der hat Bauchschmerzen. Oder die Frau. Sollen wir dir mal helfen? Wie auch sind, wir werden massiv angegriffen. Sieht aber auch ziemlich scheiße aus, muss ich sagen. Und damit man hier auch voll das Gesicht. Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Kann man hier auch lang gehen? Oh, da kann man auch lang gehen. Aber wir folgen erstmal stumpf dem Weg, würde ich sagen. Ja, ja, würde ich mal sagen. Da lang, ja. Hier kann man übrigens nicht springen. Das ist, Achtung, komisch. Komisch, aber Einheit 43. Da kannst du nichts machen, ne? Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auch ein zweiter Schilfer kommt. Der MP. Oh, ja! Schießen! Forster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe! Okay, dann machen wir in die Wald. Los, los, los! Oh, das sind das unsere Nier, das waren unsere Leute, oh. Hast du wieder die Falschen beschossen? Ja, weil von der Entfernung kommt. Hä? Ja, ruckel die Ruckel. Ich kann gar nicht sagen, ob der böse war. Ach, hier sind die Bösen. Ja, die mit Roten, ey. Oh ja, aber da musst du bluten! Was? So ein grüner Kegel wie bei Diablo. Grüner Kegel. Was cool. Krieg ich jetzt mit der. Ich zünd den Knaller! What? Der ist nicht gestorben! Stirb, du Schuft! Oh Gott, das ist ein Gegenspieler! Was? Paul, oder ist das ein Boss? Ich glaube, das ist ein Boss. Der verliert kein Leben. Doch, nur sehr langsam. Oh, jetzt verliert er Leben. Okay, ist down, ne? Ja. Ja, da leuchtet auch was. Vielleicht kann man das jetzt looten. Da leuchtet was Grünes. Ich glaube, jeder hat sein eigenes Loot. Ja, hoffentlich. Untersuchen, alles nehmen. Alles nehmen. Ich hab erstmal looten. Okay, das war während dem Kampf jetzt nicht unbedingt so clever. Headshot! Zentrale? Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Ich bin tot, Alter, die Frames um 60. Die Division hat uns den Arsch gerettet. Das ist schon zu geil. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Was hast du erwartet? Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Wie schaffen wir das? Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich einen Transport mit und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Okay, was hat die gesagt? Wiederholen Sie. Warte mal, erst ein Ausrufezeichen. Mhm. Die Operationsbasis. Ah, sicherer Bereich, du bist sogar verschwunden. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontamination. Ich kann aber jetzt gerade nur gehen. Ja. Jetzt kann ich wieder laufen. Wir werden jetzt dekontaminiert. Oh, Video! Es gab übrigens ganz am Anfang Agent, so ein Intro, wo man mit einem Heli runterkam, wo so eine Olle da irgendwie ein abgeschossenes Auge hat. Deswegen ergibt es jetzt gerade nicht so viel Sinn. Und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch.
Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit bist wir eine durch? Bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Ich glaube, jeder hat seine eigene Base hier, würde ich sagen. Ja. Ja. Gucken wir uns mal an. Lager. Das ist natürlich hier... Okay, gedrückt halten, das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe jetzt Sachen gelootet, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich die jetzt... Warte mal. Escape. Inventar. Ich habe eine Schrotflinte gefunden. Achso. Oh. Die ganzen Sachen werden aber auch sofort angelegt, wenn man die nicht hat, wahrscheinlich. So sieht das zumindest aus. Keine Ahnung. Masken habe ich noch gefunden. Ah, okay, da war Munitionskasten hier. Ausstattungshändler. Entschuldigung. Habe ich eigentlich nur einen Rucksack gehabt? Kann ich irgendwie vergleichen? Ja, unten. G. Nothing. Oder? Ausgewählt. Ist das jetzt besser? Das bringt, glaube ich, Tech-Punkte, oder? Angelegt, ausgewählt. Okay, dann nehmen wir das mal. Nicht genug Währung. Ich habe 34, da kann ich mir gar nichts kaufen. Wo siehst du das? Wenn du das wenn du im Shop gehst, im Shop bist, also Ausstattungshändler, so. Unten rechts ist deine Geldbörse. Okay. Die Vision Coins, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Du kannst dir sogar Sachen fertigen. What? Achso, man muss F drücken. Nicht verfügbar. Lage schicken. Guck mal, in einem. Wobei, auf dem Boden. Verkaufen. Wenn du auf den Boden guckst, ne, für die größten Idioten. Wenn du der blauen Linie folgst, ne, gehst du zum Sicherheitsflügel, verfolgst du den Orangen, dann kommst du nämlich in die Freiheit. Und wenn du den Grünen benutzt, kommst du irgendwie in deine Werkstatt. Der Sicherheitsflügel. Medizinische Abteilung. Und wir brauchen Captain Benitez. Was ist das hier? Er kann die Einsatzbericht anfordern. Und uns mit den nötigen Informationen lesen. Und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Eine Fertigungsstation in der Beta nicht verfügbar. Schade. Hey, was darf sein? Waffenhändler, hallo. Ja gut, den Waffenhändler stehen wir rein, ne? Ja gut, also die Waffen sind ja eigentlich noch ganz gut. Wir können uns eh nichts leisten. Die kosten alle so um die 300 bis 400. Lass uns mal hier Einsatzbericht anfordern oder so. Okay, geht automatisch. Okay, das verkaufe ich mal. Ich hoffe, das ist laut genug. Und dabei kläglich scheitern. Die Leute, die zuschauen, die 5 bis 8 Leute. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist. Also, ich muss sagen, ich bin bis jetzt besser zufrieden oder mehr zufrieden als mit Just Cause. Das wäre aber die größte Scheiße. Da habe ich nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Okay. Also, für 2,99 könnt ihr euch das übrigens immer noch kaufen, bis Sonntag. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Scheiße wieder verlängert wird. Wie bei fast jeder Beta, die bisher so kam, von großen Spielen. Unter anderem Star Wars, Battlefield Hardline und so weiter. Wo konntest du Sachen verkaufen? Beim Händler. Musstest du oben nur die Karte, die Reiterkarte wechseln. Verkaufen. Tatsächlich. Aber die sind alle. Die sind aber alle versiegelt, aber das sind die angelegte, genau. Ich habe nur die Sachen verkauft, die wir eben gerade gelootet haben. Also Schrotflinte und irgendeine Maske war das. Kleine Laserpointer. Bis später. Wir hier noch? Nee, wollte ich nicht, Alter. Ich brauche einen Kaffee. Das ist natürlich ein bisschen krass hier, weil wirklich so viel auf einmal. Es sollen seltsame Dinge vor sich gehen. Am russischen Konsulat wird gekämpft. Okay, die ganzen primären Waffen sogar. Ach ja, war ja nicht verfügbar. Hier ist die orange Linie. Was war da noch? Da war die grüne Linie. Du kannst sie sogar inspizieren.
Der medizinische Flügel ist ein. Aber ich habe jetzt einen fucking Laserpointer, ja? Können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen. Wo kann ich den denn jetzt auswählen? Ist er jetzt automatisch drin oder? Ich glaube, beim Inventar kannst du den bestimmt anbasteln. Also, ich bin jetzt im Inventar und suche auch den Laserpointer, der ist aber nicht da. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich hab's glaube ich gefunden. Wenn du ins Inventar gehst, unter deinen Waffen hast du noch ein viertes Symbol. Das sind die Upgrades. Die Waffenmods. Wir brauchen sie. Denken Sie immer daran. Ah, ich dachte, das ist ein Magazin gewesen, Alter. Ja, dachte ich auch erst. Jetzt weiß ich nur nicht, ob man das irgendwie anlegen kann oder nicht. Ich glaube, ich kann es hier nicht anlegen. Wird angelegt, indem du F drückst, das Ausrüsten. Okay, geht aber nicht. Steht doch F, Modden. Wahrscheinlich passt die Waffe nicht dazu. Ja, das denke ich mal auch, ja. Ist alles noch ganz neu hier für uns. Ja. Hey, wenn Sie Grand Central zurück ja. Wärst du soweit? Oder? Ja. Dann würden wir, weiß ich nicht, ist schon 20 Minuten durch. Vielleicht können wir erstmal, unterbrechen, ja. Cut machen und dann weitermachen. Unterbrechen wir jetzt hier an dieser Stelle. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir, glaubt, der Orangenlinie wieder folgen, ne? Richtig! In dem Sinne, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Es wird spannend. Mal gucken, wie weit das geht. Bis dann! Ciao!